Du kannst sie ruhig angreifen. Bei mir geht's doch einigermaßen. Ich setze aber mal das hier ein. Auf dass ich immer vergesse. Beric, du wieder auf sie. Du heil dich nochmal. Nee, der Grenzläufer kriegt einen Stich. Oh, der Grenzläufer ist jetzt nur noch verletzt. Mist. Okay, Takis Ari ist schwer verletzt. Also kriegt die mal unseren geballten Eissturm zu spüren. On it. Get back here. So, Grenzläufer ist weg. Du heil dich. Du heil ihn auch. Beric kann gerade nichts machen. Consider it done. So, jetzt ist Siv schwer verletzt. Gut, das heißt, sie kriegt einen Herzstich und die Attacke. Okay, sie schreit, wenn sie brennt. Auch lustig. Sie ist dem Tode schon nah. Das ist gut. Beric sieht halt nicht mehr so gut aus. Was macht der? Schwert und Wurfspiel schießen aus Berics Rüstung auf den Schicksalsspieler zu und wirbeln in einer Wolke aus Eisen. Ja, okay, das wird jetzt mal... ...gemacht. Sah schmerzhaft aus. Ich habe halt gerade nichts mehr, um... ...Beric richtig zu helfen. Jetzt kann ich ihm helfen. Gut. Jetzt kannst du auch dich gleich selber nochmal heilen. Du den Bogenschützen. Du steck dir mal in Flammen. Du Herzschuss den. Du eist die Ehrenwache. Okay, der... Damn thing couldn't hear flat. This weapon is entirely worthless. Okay, bevor Beric umkippt, mache ich den Bogenschützen kaputt. Damn thing couldn't pierce cloth. I will aid you. Oh, sie ist nur auf die Knie gegangen. Sie ist nicht tot. Und wir haben unsere Verstärkung. Takis Ari, wertlose Mücken. Wir mögen zwar sterben, aber uns. Aber andere werden unserem Beispiel folgen. Erinnere dich an meine Worte. Der Hauptmann hustet Blut. Du hast ihre Anführer bezwungen. Höchst beeindruckend. Erinnere dich daran, nie wieder deine Fähigkeiten. Nie wieder die Fähigkeit eines Schicksalsbinders zu unterschätzen. Ich fühle mich geehrt, am Ruhm beteiligt gewesen zu sein. Dein Archon wird sich bestimmt freuen, dass ich deine Arbeit für dich erledigt habe. Nein. Jetzt kommst du. Ich habe Blut vergossen, um die Himmelfahrtshalle zu erobern. Diesen Ort hier, den Turm, das Tal, alles gehört mir. Weg mit euch allen. Nein, Größenwahnsinnig werden wir jetzt nicht. Ich fühle mich geehrt.
Und deine Hilfe war auch noch ausschlaggebend. Graven Ash wird sich über deine Fähigkeiten und Tapferkeit schon bald einiges anhören müssen. Das Gerassel und der Wahnsinn der Schlacht haben endlich die Ruhe gefunden. Einen Augenblick lang herrschte in der Himmelsfahrtshalle völlige Ruhe. Gunst bei der Geschmähte, Gunst bei der Venrienwache, Gunst beim Chor hinzugewonnen. Mögen sich die Pocken deine Kinder holen. Ari sinkt mit vor Verletzung und Erschöpfung zu deinem Körper in die Hocke. Mit diesem Eingeständnis der Niederlage beginnt das brennende Summen, das du seit Tagen in deinem Kopf gehört hast, im Nichts zu verklingen. Dein Verstand kehrt zu einer Ruhe zurück, die du seit der Verkündung des Edikts gegen Vendrins Brunnen nicht mehr gespürt hast. Nichts sagen und damit sollte Kyros Edikt der Hinrichtung geendet sein. Ich beanspruche die Himmelfahrtshalle, dass wir frei vom Edikt sein mögen. Du spürst ein Ziehen in deiner Brust, als dich eine warme Energie zum Schließen beginnt, und bevor es dir klar wird, fühlst du dich leichter als die Luft. Was war das jetzt? Und wieso? Ach, wir werden wahrscheinlich oben auf den Turm teleportiert. Blinzelst, um die letzten leuchtenden Spuren hinter deinen Augen loszuwerden. Das Gemäuer der Himmelfahrtshalle wird durch weiten offenen Raum um dich herum ersetzt. Abgesehen von dem uralten Stein unter deinen Füßen. Starke Winde lassen dich fast dein Gleichgewicht verlieren. Die Luft ist kühl und dünn. Sie kann deine Lungen nicht befriedigen. Ist das Landweg zum Horizont, die Augen weit aufgerissen? Ja, das muss der Turm des Berges sein. Wann habe ich das letzte Mal? Landweg sieht zufällig über den Rand erschrocken. Auf der gewaltigen Höhe tritt er einen Schritt weg. Ich glaube, mir wird schlecht. Eine willkommene Abwechslung. Der Wind wirbelt die Federn in ihren Haaren und Lyra glättet sie eilig. Eine verdammt kalte Abwechslung. Sie blickt über den Rand. Glaubst du, ich könnte auf den Füßen landen, wenn ich springe? Nicht, dass es lange von Bedeutung wäre. Kyros sei gnädig, was denn jetzt? Beric wirbelt herum und versucht durch den engen Schlitz seines Helms möglichst viel zu erfassen. Wohin du auch blickst, überall erheben sich Berge am fernen Horizont. Die Flüsse und der Wald unter dir erinnern dich an Karten von Vendrins Brunnen. Du folgst deinem Blick dem Matanai, dem Irev und all den zahlreichen Wasserwegen der Region. Du befindest dich höher als du gedacht hättest. Dieser Ort ist wahrlich die Spitze des Turms von Vendriens Brunnen. Wie sind wir so weit nach oben gekommen? Ari steht mühevoll auf und hält sich dabei die Seite. Eine andere Frage, wie im Namen von Graven Ash kommen wir herunter. Da ist Marshall schreit zum Rand und blickt mit einem halben Schritt Sicherheitsabstand zitternd hinab. Die Krieger dort unten müssen spüren, dass das Edikt beendet wurde. Wir sollten dort unten sein, an ihrer Seite. Das Edikt ist aufgehoben und wir stehen noch. Wäre ich ein Röthkurt dort unten, ich würde fliehen und meinem Schicksal danken. Lyra richtet sich auf und atmet erleichtert ein. Sie blickt mit weniger Zuversicht auf den Boden. Sende Kunde von unserem Erfolg an Graven Ash. Hiermit beanspruche ich diesen Ort. Er ist nur ein Teil von Tunons Gericht. Alle Kämpfer müssen ihn verlassen. Genug Blut vergießen für einen Tag. Ich verlange, dass alle Klingen weggesteckt werden. Zumindest das klingt vernünftig. Wenn wir verstehen wollen, was geschehen ist, müssen wir innehalten und uns neu sammeln. Aber was ist mit dem Chor? Wir können nicht einfach... Der Eisenmascher hebt die Hand und senkt den Kopf. Du hast recht, wir sollten uns neu sammeln, anstatt die verbliebenen Krieger zu opfern. Mit dem Chor können wir es besser aufnehmen, wenn wir bei voller Stärke sind.
Sende Kunde von unserem Erfolg an Graven Ash. Das war eine würdige Schlacht. Seit meiner Zeit im unbeugsamen Land habe ich keinen solchen Mut gesehen, keine solche Entschlossenheit. Oh, aber die Belagerung hätte deine Hilfe vor Ewigkeiten gebraucht. Ich stimme zu, das wäre mir eine Ehre, deine gute Nachricht selbst zu überbringen. Doch sie zeigt über den Rand hinab in die Tiefe. Ja, auf Ari zeigen. Wir geben ihr eine Nachricht mit. Das Pergament wird den Aufprall sicher überleben. Nein. Ich glaube, die Explosion der Magie vom Turm und dem Ende des Edikts sollte für jeden sichtbar gewesen sein. Aber Graven Ash möchte bestimmt wissen, dass du in Sicherheit bist. Geh durch das Portal und berichte an Graven Ash und kehre dann mit sämtlichen Neuigkeiten zu mir zurück. Keine Ahnung, wie stabil es ist, aber wenn du genau hinschaust, siehst du Bilder der Himmelfahrtshalle im Nebel. Naja, wenn du geschulte Augen hast. Natürlich, selbst wenn es nicht stabil ist. Die Alternative wäre ein Sprung, also was können wir schon verlieren? Oh, wie konnte ich das nicht bemerken? Die schimmernde Kontur des Portals leuchtet im selben Augenblick auf, indem du nach ihm verlangst. Ich gehe davon aus, dass es mich zurück in die Himmelfahrtshalle bringt. Ich werde mich zuerst durchschlagen und ihm den Stand der Dinge berichten. Mit schallenden Klappern schlägt sich Erenius zum Gruß auf die Brustplatte. Ehre sei Kyros. Dem Eisenmarschall salutieren. Danke, dass du die Schneide unserer Klingen warst. Wir sind unterbesetzt, seit wir die Tore des Urteils eingenommen haben und diese Altbrecher kämpfen erbittert. Ohne dich in meiner Vorhut wäre der Tag blutiger ausgegangen und wer weiß, ob wir die Himmelfahrtshalle rechtzeitig eingenommen hätten. Vendrins Brunnen gehört dir. Halt ihn zum Ruhme tun uns. Es wäre klug, unter der Getreue des Gerichts befindliche Lande zwischen uns und dem Feind zu bringen. So kann der Chor sich nicht um uns herum befestigen, ohne den Archonten der Gerechtigkeit zu beleidigen. Nerats Verrat bedeutet Krieg. Ich vertraue darauf, dass wir in den Prüfungen, die wir uns bevorstehen, auf deine Unterstützung zählen können. Ich bin zweifellos die exakte Definition einer Feinde des Oberen. Ich habe nicht nur Widerstand geleistet, sondern andere zum Widerstand geführt. Ich weiß daher, was geschehen wird, aber ich weiß, wann ich geschlagen bin und wie wohl die meisten tue ich alles, was nötig ist, um zu überleben. Wenn du mir Gnade gewährst, schwöre ich dir lebenslange Treue, guter Schicksalsbinder. Gezeitenwirkerin kniet nieder und senkt den Blick. Ich weiß, ich bin eine Eidbrecherin, also ist mein Wort nicht mehr wert als mehr. Das ist mein Wort nicht mehr das, was es einmal war. Aber ich verspreche, wenn du mich verschonst, werde ich dir gut dienen. Diene mir gut, dann kann alles vergeben werden. Warum in alles in der Welt sollte ich dir vertrauen? Meine Gnade hat einen Preis. Ich würde es doch nicht bereuen, dich am Leben zu lassen, oder? Nehmen wir mal das Erste. Wenn du meine Lebenstreue annimmst, so ist sie dein. Ich, Ebb von den Gezeitenwirkern, schwöre hiermit mein Leben und meine Treue Brenno ihr zu widmen. Sie verneigt sich förmlich. Ich werde dienen und gehorchen, solange du meine Fähigkeiten benötigst oder wünschst. Das Problem ist, ich kann nicht sehen, was Ebb kann. Ich könnte sie jetzt erstmal gegen Landry eintauschen. I will return to our holdfast at once. Bis ich sehe, was sie kann. Okay. Vendrins Brunnen ist gefallen. Zum zweiten Mal seit Beginn der Eroberung haben Kyros Armee die Zitadelle den Händen ihrer Verteidiger entrissen. Mit deiner Hilfe wurde die Rebellion der Vendrin-Wache zerschlagen. Du hast die Himmelfahrtshalle mit deinen geschmiedeten Verbündeten eingenommen und damit die Bedingungen für Kyros unheilvolles Edikt erfüllt. Das Todesurteil des Oberherrn droht nicht mehr über dir und Kyros Streitmächten. Da die tödliche Bedrohung nicht länger existierte, galt die Aufmerksamkeit der Armeen des Oberherrn nicht mehr der Zitadelle. Stattdessen wandten sie sich gegeneinander. Die Spannung, die während dieser langen Belagerung aufkeimte, erreichte ihren explosiven Höhepunkt, als die Armeen der Geschmähten und des Scharlachrotenklos mit Eisen und Bronze in einem ungestüm und unorganisierten Kampf aufeinanderprallten. Als seine Streitkräfte niedergemetzelt wurden, entkamen Nerats Stimme und seine Offiziere in das Steinmeer. Sie überließen ihre rekrutierte Armee ihrem Kampf gegen die Geschmähten.
In der Folge brachen die Geschmähten ihr Lager ab und zogen sich in ihre Festung im Klingengrab zurück, um sich dort zu sammeln und sich für den weiteren Feldzug gegen den Schallerhohen Chor vorzubereiten. Da du Vendrins Brunnen für dich eingenommen hast, erkannte Archon Graven Ash deinen rechtmäßigen Anspruch zu herrschen und den Turm zu besitzen an. Mit der Zeit wurden die Verwundeten wieder gesund gepflegt. Du erkundest deine seltsame Bastion und planst deine nächsten Schritte mit Bedacht. Als sich die Kunde verbreitet, dass sich der Schallerrote Chor und die Geschmieden gegeneinander gewendet haben, werden Gruppierungen inspiriert, weiterzukämpfen, die bereits entschlossen waren, ihre Knie zu beugen. Die Fehde der Archonten läutete den Kollaps von Kyros Offensive ein. Ich weiß nicht, ich glaube, Tudor wird nicht begeistert sein und Kyros noch weniger. Ach, da haben wir ja Tunon. Tunon, der Archont der Gerechtigkeit, verfolgt das Chaos und die Unerkennlichkeit, die sich über das Land verbreiten. Der Archont ruft seinen Schicksalsbinder zurück ans Gericht in der Bastardstadt, damit er über seine Handlungen in Vendrins Brunnen Bericht erstattet. Sind wir jetzt in der Bastardstadt? Nein, noch nicht. Bürgerkrieg, eine Schande, dass es so weit gekommen ist. Archont Ash wird die nächsten Schritte besprechen wollen. Ihr solltet euch in Ehren Essen neu sammeln. Ruht euch aus, baut eure Kräfte wieder auf, aber lasst den Archont nicht warten. Richte Ash Grüße aus. Der General hat viel mehr für mich getan und ich wünsche, er wäre hier, um das mit anzusehen.